Willkommen in der Online Production und zum dritten Teil vom Kürbis bzw. Thanksgiving Meat. Diesen Meat haben wir jetzt schon lange angesetzt. Letzte Woche haben wir den geschwefelt und Kieselsohl hinzugefügt, damit er sich selbst klärt. Und eigentlich für heute das Filtern und Abfüllen dran. Das kann ich leider nicht tun, da mir ein grober Schnitzer passiert ist. Ich habe nicht genug Flaschen zum Abfüllen. Ganz einfach. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass ich welche brauche. Habe gar nicht nachgeguckt, wie viel ich habe. Und das hätte mir eigentlich schon auffallen können, als ich den angesetzt habe. Das heißt, ich habe wirklich die letzten 2 oder 3 Monate geschlafen. Passiert. Lässt sich nicht ändern. Und deshalb werden wir den heute nochmal abziehen. Das mache ich ganz bewusst, weil ich mag es nicht, wenn ich mit Kieselsohl vorkläre, möchte ich, dass er nach einer gewissen Zeit abgezogen wird. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn sich nochmal neu einiges an Trub unten bildet und ich weiß nicht, wie viel drin ist. Also ich habe ihn bis jetzt noch nicht geöffnet und werde das einmal komplett herausziehen. Dabei ist wichtig, in dieser Phase nehme ich nur noch durchsichtige. Also wieder so einen gleichen Gärbehälter. Damit, wenn ich anfange zu filtern, das nächste Mal, sehen kann, ob sich wieder ein neuer Trub oder Bodenabsatz gebildet hat. Einfach um dann dementsprechend vorzubeugen, vorsichtiger zu sein, wenn ich loslege. Und wenn sich gar nichts bildet, weiß ich ja, der ist top vorgeklärt. Was ich noch einmal erwähnen möchte, falls ihr ein Kürbiswein machen wollt, kann man statt Honig Zucker reinmachen, einfach statt den Honig die Honigmenge für 1 Kilo Honig nimmt man 800 Gramm Zucker, also 80% Zucker oder die Honigmenge mal 0,8, nicht durch, mal 0,8, dann habt ihr die Zuckermenge, die ihr stattdessen verwenden könnt. Ich verwende nur ausschließlich Honig. Und also der Honig ist einfach der Geschmack, den ich drin haben möchte. Im Fachhandel wäre das, glaube ich, jetzt ein Met-Honigwein mit Kürbis oder sag mal mit Kürbisfleisch, mit Kürbissaft, ich weiß es nicht. War ja eine Maischegärung. Im Privaten kann man es ja nennen, wie man möchte. Genau, für mich ist das ein Met mit Kürbis oder ein Kürbismet und den werden wir jetzt weiter behandeln. Ich werde ihn abziehen. Das Gerät ist vorgereinigt. Mein Weinheber ist auch schon vorbereitet. Desinfiziert etc. pp. Ganze Standardkram. Das Prozedere kennt ihr ja. Was ich auch noch machen werde, ich werde probieren. Der Met ist offen. Der Met ist extrem trübe. Und hat sich eigentlich so gut wie gar nicht geklärt. Man riecht ein bisschen Zimt. Der riecht säuerlich. Kann täuschen wegen CO2 und Hefe. Also Säure würde ich jetzt nicht mehr reinmachen. Allerdings würde ich hier gar nicht abziehen, wie ich ursprünglich dachte, sondern nochmal ein bisschen Kieselsohl hineintun, so wie er jetzt ist, und noch ein bisschen Gelatine, in der Hoffnung, dass das besser klärt. Vom Geschmack her eine leichte Süße. Ich würde ihn auf zwischen halbtrocken und halbtrocken würde ich ihn jetzt einordnen. Kann sich noch stark variieren, auch in der Lagerung. Säuerlich. Im Geschmack her, der legt sich sehr pelzig auf die Zunge und macht es dann sehr herb und hat einen starken Touch von Bitternoten, die sich auch wirklich auf die Zunge breit machen. Im Abgang wirklich wieder ein bisschen kräftiger, herb. Würde mich jetzt, bei Whisky erinnert mich das sehr an eine sehr starke Fasslagerung. So in die Richtung geht das. Interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber in dem Status kann man noch nicht viel sagen, wie der Met am Ende wird. Kürbis würde ich gar nicht identifizieren. Ich wüsste nicht, dass da Kürbis drin ist. Also vom Geschmack her. Nehmen wir mal so hin. Ich werde jetzt einfach mal noch ein zweites Glas holen. Zweites Glas.
Das erste Glas möchte ich nicht nehmen, da ich ja draus getrunken habe und ich weiß nicht, welche Bakterien in meinem Mund sind und die da reingelangen. Auch wenn da jetzt ein relativ hoher Alkoholgehalt von etwa 15% plus minus 0,5% ist, weiß man nicht, wie das reagiert. Meistens tötet der hohe Alkoholgehalt schon das meiste ab, aber man weiß ja nie. Deshalb neues Glas, ich nehme etwas heraus und dann werde ich 1,5 Gramm Gelatine hier drin auflösen. Einmal den Deckel wieder drauf und gut verschließen. Ich mache mal den Gärspropfen auch wieder drauf. 1,5 Gramm Gelatine in einem Gärgefäß, ich kann das schlecht abschätzen, sind etwa 15 bis 17 Liter. Ich müsste ihn wiegen, dann wüsste ich es ungefähr. Allerdings reicht mir eine Schätzung. Und von Gelatine soll man etwa 5 bis etwa 10 Gramm pro 100 Liter reintun. Und das würde bei mir ungefähr bei 10 Gramm pro 100 Liter 1,5 Gramm entsprechen. Das habe ich hier reingemacht. Das ist jetzt hier in dem Met und das muss ich jetzt erstmal richtig auflösen. Das heißt, ich nehme das hoch, ich mache was anderes, rühre ordentlich um. Das kann gerne mal bis zu einer halben Stunde dauern. Was wir vorher jetzt noch einmal kurz machen, wir werden dieses Gefäß nochmal öffnen und wir werden nochmal ein bisschen Kieselsäure hineintun. In dem Met ist schon einiges an Kieselsäure drin. Ich weiß aber nicht, wie sich das Kieselsäure verhält, wenn das schon so lange drin ist. Und deswegen gebe ich ein bisschen noch dazu. Ich messe das jetzt nicht exakt ab. Ich mache wirklich einen winzigen Schluck rein. So. Sagen wir, das war 2 bis 3 Milliliter. Also es war echt wenig. Ich hoffe, dass das noch so ein bisschen anregt, weil das Kieselsäure zusammen mit der Gelatine wirkt. Und deshalb. Hier einmal ein klein bisschen umrühren, Deckel drauf. Und ich komme wieder, wenn die Gelatine aufgelöst ist. Es ist jetzt etwa eine halbe Stunde her, da habe ich die Gelatine in das Glas getan und jetzt ist sie aufgelöst. Jetzt können wir die vorsichtig hineinkippen. Ich versuche die schon beim Hineinkippen immer ein bisschen zu verteilen. Und auch wieder umrühren. Warum ich den Met selber verwende und kein Wasser? Ich möchte, dass hier kein neues Wasser hinzukommt. Das würde den Met wieder verdünnen und könnte dafür sorgen, dass der Met wieder anfängt zu gären. Was man jetzt sehr schön an diesem Met lernen und sehen kann, ist, wenn man einen Ansatz macht, ein neues Experiment und ein neues Rezept entwickelt, mit Zutaten, die man nicht kennt, weiß man nie, was passiert. Also, ich schmecke den Kürbis nicht. Ich weiß nicht, ob der später rauskommt. Im ersten Video oder zweiten Video habt ihr gesehen, dass deutlich mehr Flüssigkeit da war. Ursprünglich sollte das ein 10-Liter-Ansatz werden. Ist es deutlich mehr, weil ich das Produkt Kürbis nicht kannte. Und dann habe ich noch das Gewürz reingetan, wo man auch nicht weiß, wie sich das weiter verhält im Geschmack und wie viel davon drin bleibt. Ich glaube, ich habe 200 Gramm reingemacht, was eine extrem hohe Menge ist. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Und dazu kommt, meistens reicht bei mir, wenn ich ein Met habe, alleine die Vorklärung mit Kieselsäure. Ich habe es extrem selten, dass ich noch Gelatine dazu tun muss. Und auch das ist in diesem Met eingetroffen. Also man sieht, wenn man ein neues Rezept entwickelt, kann so ziemlich alles schief gehen, was schief gehen kann. Es kann auch sein, dass das Produkt am Ende nicht schmeckt. Das habe ich bis jetzt zweimal gehabt. Einmal bei Ingwer, viel zu viel Ingwer. Da hat man einen Teelöffel von genommen und man konnte Feuer speien. Und ich kann schon relativ scharf essen. Und das zweite war dann, was habe ich ausprobiert? Waldmeister. Allerdings mit echten Pflanzen und das hat wie Heu geschmeckt. Also es passiert auch, dass
etwas komplett weggeschüttet werden muss. Die anderen Sachen sind mir dann immer mit Weinen passiert, die ich zum Glück bei Wein lernen konnte, wo es billiger ist, wenn man Zucker vergeigt. Allerdings, wenn man mutig ist und neue Rezepte entwickelt, kann sowas immer passieren. Genau. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt ist hier schon relativ viel Kieselsäul drin. Allerdings, damit sich das mit der Gelatine verbindet, ich hoffe, dass das sich noch ein bisschen vorklärt. Wenn nicht, wird das eine sehr, sehr aufwendige Klärung werden. Das seht ihr ja gleich, ich in ein paar Tagen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo und wie ich ein paar Flaschen herbekomme, damit ich diesen Met dann filtern kann und abfüllen kann. Wie das schmeckt, das sehen wir erst in einem halben Jahr oder Jahr, nachdem dieser Met gefiltert wurde. Erst dann haben sich die Aromen voll entwickelt und dann können wir das herausschmecken. Das war's für heute. Ein bisschen ungeplant. Eigentlich habe ich gehofft, den schon umzufüllen. Allerdings bei der Trübung lohnt sich's gar nicht. Da möchte ich dann doch nochmal ein bisschen weiter schönen. Der Met ist fertig gefiltert und steht hier. Doch bevor ich darauf eingehe, werde ich noch einmal ganz kurz was zur Zitronensäure sagen. Ein netter Zuschauer hat mich darauf hingewiesen, dass ich einen gravierenden Denkfehler habe und habe das falsch im ersten und zweiten Teil erwähnt von dieser Met-Reihe und habe das auch früher falsch gemacht bei verschiedenen Mets, die ich hergestellt habe, von denen es natürlich keine Videos gibt. Und zwar habe ich gesagt, das sind 5 Gramm Zitronensäure, das entspricht ungefähr 110 Milliliter Zitronensäure oder 110 Gramm echter Zitronensäure. Das ist falsch, es sind 5 Gramm Zitronensäure und bei der frisch ausgepressten Zitrone sind auch nur 5 Gramm Zitronensäure drin, die ist halt durch Flüssigkeit und Wasser durchsetzt. Und deswegen stimmt das Verhältnis nicht, denn wenn ich 5 Gramm Zitronensäure auf 10 Liter mache, habe ich ja nur 0,5 Gramm zugesäuert pro Liter. Dementsprechend kann das bei 20 oder 30 Liter wenig werden. Muss man ein bisschen mehr anwenden, wenn man Zitronensäure hinzufügt. Und man muss bedenken bei Zitronensäure, die Zitronensäure verliert oft bei der Vergärung einen Teil der Säure. Die wird einfach mitvergärt, verändert sich und man hat am Ende meistens nur noch so 2 bis 3 Gramm Zitronensäure wirklich im Ansatz drin. Genau, ich wollte es einfach nur mal erwähnen. Ich werde in Zukunft einfach die Zitronensäure aus sämtlichen Rezepten einfach rauslassen. Das könnt ihr eigentlich auch bei diesem Met machen, denn Honig hat auch eine gewisse Säure. Und wenn man am Ende merkt, das ist wirklich zu wenig, dann muss man halt ein bisschen mehr als nur eine Packung reinmachen. Werde ich dementsprechend mal drauf eingehen, muss aber dazu erstmal Experimente machen, da ich ja den Denkfehler hatte. Und ich möchte erstmal ausprobieren, bei den Metsorten, wo ich das drin hatte, ob das überhaupt einen Sinn macht oder ob die genauso gut schmecken, komplett ohne Zitronensäure, dann ergibt das ja natürlich auch keinen Sinn. Also da werdet ihr wahrscheinlich in ein, zwei Jahren nochmal was von mir hören. Und einmal, damit ihr es gehört habt, könnt ihr weglassen. Dann werfe ich es mal weg und kommen wir zu dem gefilterten Met. Das war eine schwere Geburt, sage ich euch. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der Met ist einfach nicht geklärt. Auch nicht mit Gelatine. Er war relativ trüb und sowas habe ich noch nie gehabt. Ich weiß nicht, was da der Kürbis bewirkt hat. Die Gelatine war frisch, das Kieselsäul war frisch. Ich weiß nicht, ob ich sie anders hätte eventuell vorklären können. Also ich habe die auch gekühlt hingestellt bei 7 Grad über ein paar Wochen. Ich kann einfach nicht sagen, was falsch gelaufen ist. Und deswegen habe ich dann angefangen zu filtern. Mit 24er Filtern, Polkino Oil, wer sich da auskennt, das ist die feinste Sterilhofstufe von 0,25 μ. Ich bin immer ganz praktisch vorgegangen, ich habe 10 Filter in die Maschine reingemacht und habe dann ein Met vorher gefiltert, zum Beispiel hier den Zwetschgen-Met. 30 Liter gingen ohne Probleme durch, ich habe am Ende nicht 1 Gramm gehabt, der langsamer floss, der war so gut vorgeklärt. Weiß ich gar nicht, ob der überhaupt eine Filterung wirklich gebraucht hätte. Und dann habe ich angefangen, den Kürbismet zu filtern und der hat sich fast direkt zugesetzt. Und das waren die ersten 10 Platten.
Danach habe ich einen germanischen Met gefiltert, 10 Liter, super vorgeklärt, keine Probleme. Und dann habe ich wieder den Kürbismet gefiltert und der ist dann fast komplett wieder direkt zugesetzt gewesen. Und also nach 2 Flaschen oder so war der Durchfluss schon extrem langsam, nur noch ein Fünftel von dem, was er vorher war, was bei den anderen Mets nicht passiert ist. Und daher kann ich einfach nur im Nachhinein sagen, das ging nicht so gut. Am Ende habe ich etwa 2 Liter weggekippt noch. Der war dann so durchs Aufwirbeln des Trubes am Boden und so noch so trub. Da wollte ich nicht noch mehr Filter drauf verwenden und auch nicht ewig auszuprobieren, den zu klären. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur einen 10 Liter Met herzustellen. Und deswegen bin ich ganz zufrieden mit der Ausbeute, mit der Filterung nicht so. Wenn ihr dazu Ideen habt, wie ich die vielleicht besser vorklären kann, dann schreibt es mal in die Kommentare. Einmal zu den Flaschen, die hier stehen. Wenn ihr den YouTube-Kanal noch nicht kennt, ich fülle immer 2 Flaschen 0,75 Liter ungefähr. Mit einem, wenn ich filtere und danach einen anderen Met einsetze, die ich extra abfülle. Der erste heißt dann wie der erste Met und dann der zweite Met und die zweite Flasche heißt wie der zweite Met und dann wie der erste Met. Das heißt, eine Flasche heißt jetzt germanisch Kürbismet. Das ist der hier. Treffer. Und der zweite heißt dann kürbis-germanischer Met. Da weiß ich, welche drin sind und wie hoch die Anteile sind. Meistens schmeckt man bei der zweiten Flasche schon den Anteil kaum noch heraus. Und bei der ersten ganz deutlich. Und die Beimischung schmeckt man auch raus. Und danach merkt man das oder schmeckt man es meistens nicht mehr. Kann man im Privatgebrauch machen. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Industrie überhaupt machen darf. Eine Besonderheit noch, die wollte ich euch zeigen. Geschmacklich unterscheiden die sich gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der hier ist deutlich dunkler und so kann ich erklären, der ist bei der Filterung mit dem germanischen Met entstanden und der ist mit der Filterung von dem Svetschke-Met entstanden. Die haben einfach noch die Farbe mit übernommen im Nachhinein und ja, ist halt so, wenn man jetzt genau nimmt, wäre das ein Schönheitsmankel, weil die unterschiedlich aussehen. Letztendlich sollten sie doch sehr gut schmecken. Das ist so das Ergebnis der Filterung. Ich habe mal nicht ausgerechnet, das sind glaube ich 14 Liter ungefähr, die rausgekommen sind. Also am Ende hätte ich ungefähr 16 Liter gehabt, wären die letzten 2 Liter noch mitgefiltert worden. Und ja, ordentliche Ausbeute dafür, dass man nur 10 Liter produzieren wollte. Mit Filterverlust wären das ja ungefähr nur 9 Liter oder 9,5 Liter. Ja, das dazu. Wie ist der Met geworden? Das werden wir herausfinden auf meinem anderen YouTube-Kanal Met und Honigwein. Ich hau euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Da werden demnächst angefangen, Videos hochzuladen, wo es nur um Verkostungen geht. Da werde ich auch diesen Met verkosten und probieren in ungefähr einem halben bis dreiviertel Jahr. Und ich habe mir fest vorgenommen, im Jahr 2021, wenn die Kürbissaison ist, einen neuen Kürbismet anzusetzen und die Erfahrungen aus diesem Met mitzunehmen und zu verbessern. Das war's. Ich hoffe, diese Videoreihe hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, Experimente sehen wollt, rund um Met und Honigwein, dann bleibt auf diesem YouTube-Kanal, abonniert ihn, schaut euch um. Es kommen demnächst immer wieder neue Videos und neue Serien. Wir sehen uns. Bis bald.